So, das ist jetzt mein Minecraft-Tagebuch, in dem ich zeige, wie weit ich schon gekommen bin, weil ich nämlich die Welt erforschen will. Also, bis jetzt habe ich noch nichts aufgenommen, deswegen möchte ich anhand eines Bildes zeigen, wie weit ich bis jetzt bin. Hier war mein Startpunkt, das ist meine Anfangswelt. Da bin ich den ganzen Weg hier lang gegangen. Habe nachts dann hier eine Pause gemacht. Dieser Weg war beschlissen, weil hier nur Eis war und es so weit war. Dann bin ich hier weiter lang und bis jetzt bin ich bis hier gekommen. Und ja, ab jetzt will ich immer füllen. Aber man sieht schon, das ist schon ein ganzes Stück. Ja. Und es geht weiter. Also ungefähr hier war es so. Und jetzt geht es, glaube ich, in diese Richtung weiter. Wahrscheinlich. Schließlich bin ich einfach hier gekommen, glaube ich. Aber Moment, ich muss schauen, Kompass. Hier geht es wieder nach Hause, also muss ich hier lang. Ja, genau, ich erinnere mich wieder. Die Zombies habe ich im Moment ausgeschaltet, aber ich kann sie jederzeit wieder einschalten. Bambus. Und Bambus muss man immer anhalten, weil Bambus ist, wie ihr wahrscheinlich wisst, sehr kostbar. Und ja. Kein Platz. Übrigens wollte ich noch sagen, ich habe zu Hause ein paar Schweine, also Hausschweine sozusagen. Und ich hoffe mal, dass es ihnen gut geht, solange ich nicht da bin. Das ist klar, ein einsames Schaf. Oh, ein schwarzes Schaf. Wenn ich jetzt weiter so anhalte, dann kann es noch dauern. So viele Schafe. Ich nehme mal ein neues Boot. Das hier ist schon so lang abgefahren. Du bist Boot. Eine Ente, noch mehr Bambus, ganz kleine Bäume. Ich vergrößere mal die Sicht, wenn das geht. Okay. Falls das Spiel mal hängt, ist es kein Problem, dann starte ich es neu. Ich wusste gar nicht, dass hier so viele Schafe sind. Hier ist auch schön. Und hier könnte ich ein neues Haus bauen. Ich glaube, hier ist eine Sackgasse. Wie ihr seht, habe ich extra so viele Boote gemacht, damit ich, oder so extra so viel Zeug, damit ich ja hier überlebe, sozusagen. Wo geht's denn jetzt weiter? Ich fahre mal hier lang.
Manchmal ist das Boot irgendwie echt langsam, aber naja. Ich war vorhin schon in der Schneewüste. Ich glaube, da ist schon wieder eine Sackgasse. Viel zu langsam. Und hier schweben Bäume. Toll. Naja, gehe ich eben ein bisschen zu Fuß. Ich glaube, ich mache wieder auf normal. Aber ich will jetzt nicht dieses Creeper oder so begegnen. Das wäre jetzt ein bisschen dumm. Scheiße. Gleich geht's weiter.